Liebe Freundinnen und Freunde des Fördervereins Romanische Kirchen in Köln, wir sind heute in St. Maria im Kapitol, der Kirche der Gründerinnen Plektrudis und Ida. Geweiht im Jahr 1065, gebaut nach dem Vorbild der Geburtskirche in Bethlehem, im 12. und 13. Jahrhundert vielfach verändert und lange Zeit bis zur Säkularisation die Kirche eines adligen Damenstiftes. Der Kunstsammler Johann Jakob Merlo berichtet, dass im Jahr 1505 die edlen Jungfrauen von St. Maria im Kapitol bis um 3 Uhr in der Früh an einem Tanzfest für den späteren Kaiser Maximilian I. im Kölner Gürzenich teilnahmen. Wenn nun so viele Frauen die Kirche und das Umfeld geprägt haben, dann soll es heute um zwei Mariendarstellungen hier in der Kirche gehen. Doch was haben der Schriftsteller Heinrich Böll und ein Apfel damit zu tun? Das erklärt Ihnen jetzt der Autor und Kirchenführer Markus Eckstein. Dabei wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. Am Pfingstsonntag, den 30. Mai 1971, machte Heinrich Böll einen Spaziergang durch seine geliebte Heimatstadt Köln. Diesen Spaziergang hat er in einem Gedicht namens Köln 3 niedergelegt. Das ist eines seiner ganz, ganz wenigen Gedichte. Dieser Spaziergang führte ihn an den ewigen Baustellen der Stadt vorbei, durch das Garlingviertel, heiliges Brutto, heiliges Netto, spottete er über die typisch kölnische Verbindung von Kirche, Kunst und Kommerz. Und dann gelangt er hier nach St. Maria am Kapitol und jubelt angesichts der Glasaugenmadonna, die hinter mir zu sehen ist, wie folgt: Du einzig wahre, schieläugig, großartig, graue, irdische Himmelskundige auf dem Hügel am Kapitol. Es ist eine Hymne auf dieser Mutter Gottes, die er in Kontrast setzt zu der vielen bekannten Trümmer-Madonna in der Ruine St. Columba, zu der er ein sehr ambivalentes Verhältnis hatte. Aber diese Glasaugen-Madonna in St. Maria am Kapitol war seine absolute Favoritin, schieläugige, grau, großartig, versteckt am Kapitol, dir die Krone, heißt es weiter in diesem Gedicht. In einem Interview, das er Werner Koch für den Merian 1979 gegeben hat, hat Heinrich Böll einmal näher ausgeführt, was ihn an dieser Mutter Gottes fasziniert hat. Er beschreibt dort einen Gang, den er mit seinen Gästen durch Köln immer führte. Auch die ausländischen Gäste, Lew Kopeljew beispielsweise, waren bei Bölls zu Gast. Und diese Menschen führte er immer in einem ganz bestimmten Weg durch Köln, und zwar vornehmlich durch die romanischen Kirchen. Er begann dabei immer in St. Maria im Kapitol, versuchte seinen Gästen dort klarzumachen, ich paraphrasiere, was das früher ein herrliches, fünfschiffiges Gebäude war, zerstört, wieder aufgebaut, aber im Grunde ist die Stimmung nicht rekonstruierbar. Und dann, jetzt Zitat, gibt's da eben eine Madonna, die mich sehr reizt, die ich sehr liebe. Es ist eine ganz alte, hässliche, fast noch Erdmutter. Ja. Ja, was wir sehen, das ist eine sogenannte Sedis Sapientiae, Sitz der Weisheit. Das ist ein ganz typischer, im Westen Europas vertretener Typus der Mariendarstellung, wie er seit ungefähr 1100 Jahren bekannt ist. Maria sitzt auf einem Thron, sie ist selber ein Thron, und zwar für Christus, den fleischgewordenen Logos, den zur Welt gekommenen Sohn Gottes in Menschengestalt, dass Christus hier auch als Allegorie, also als eine Allgemeinheit darstellende Personengestalt gemeint ist, das ist an der Schriftrolle in seiner Hand erkenntlich. Das heißt, diese Mutter Gottes, die Sedis Sapientiae, die Glasorgenmadonna in St. Maria am Kapitol, möchte uns eben nicht, wie das bei Heinrich Böll klingt, eine uns ganz nahe vergleichbare Gestalt zeigen, sondern es ist genau das Gegenteil. Es ist die entrückte Gestalt, sie ist eine Allegorie der göttlichen Weisheit. Sie ist der Thron, auf dem sich Gott niedergelassen hat. Und darauf verweisen auch die Glasaugen, die namensgebend sind. Im Auge des Jesusknaben sind jeweils
Bergkristalle noch eingelassen. Die gab es auch bei der Mutter Gottes mit der Fehlaugenstellung. Diese Mutter Gottes war ursprünglich in großer Höhe außen an der Kirche angebracht, sodass man sie nur auf große Entfernung sehen konnte, die Details gar nicht erkennen konnte und so sie auch im Wortsinne den Betrachtern entrückt in Richtung des Himmels dargestellt war. Das ist übrigens ganz vergleichbar in der Darstellung mit der Darstellung der Maria auf der Flucht nach Ägypten in der im benachbarten Seitenschiff befindlichen romanischen Holzflügeltür von St. Maria im Kapitol, beinahe 1000 Jahre alt. Da sitzt Maria in Anführungsstrichen im Damensitz auf dem Sattel. Das ist jetzt keine Wiedergabe dessen, wie man vor 1000 Jahren die Damen hat reiten lassen, sondern da geht es auch darum, in dieser erzählerischen Situation, die Flucht nach Ägypten, Maria als die Sede Sapientiae, den Sitz der Weisheit, den Thron Gottes wiederzugeben. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum Heinrich Böll St. Maria im Kapitol insbesondere liebte. Und um das zu erläutern, gehe ich jetzt einmal zum Grab der Plektrudis, der Gründerin der Kirche. In seiner Dankesrede zur Verleihung der Ehrenbürgerschaft durch die Stadt Köln hat Heinrich Böll 1983 unter dem Titel »Ich han dem Mädchen nix hier don, ich hanet bloß ins Krähe« über sein Verhältnis zur Stadt Köln gesprochen und hat gesagt, was ihn an dieser Stadt so geprägt habe. Und das ist erstaunlich für einen Schriftsteller, denn er sagte, was mich an dieser Stadt geprägt hat, war etwas, das ich sehr schwer definieren kann, etwas Architektonisches. Das Frühe, das die romanische Architektur ausstrahlt, die Romanik eben, in der ja auch eine Utopie, ein Traum zu verwirklichen versucht worden ist, den wir Christentum zu nennen, übereingekommen sind. Und wie der Name Romanik ja sagt, auch etwas Römisches. Er vergleicht das dann mit dem Kölner Dom, der habe einen kalten Angeberpomp, der einen eigentlich nur in die Erkältung treibe. Da hat er auch ein sehr ambivalentes Verhältnis zu gehabt. Aber die romanischen Kirchen haben ihn vor allem fasziniert und geprägt, wie er sagte. Und da wiederum vor allen anderen Kirchen St. Maria im Kapitol. Denn hier kam das, was auch in seiner Begriffsdefinition des Christentums aufleuchtete, in umfassender Weise zum Tragen. Nämlich die in Köln aller Orten feststellbare Verbindung von Antike und Gegenwart, von Heidentum und Christentum, von römischem und kirchlichen. Hier in St. Maria im Kapitol ist das in besonderer Weise zu sagen. St. Maria im Kapitol, bereits im lateinischen Mittelalter als Sancta Maria in Capitolio benannt, würde man besser vielleicht als die St. Marienkirche auf dem Kapitol nennen. Denn diese Kirche ist mit ihrem gesamten Langhaus auf dem Podium eines antiken Tempels errichtet worden, der wahrscheinlich im ersten Jahrhundert bereits gebaut wurde. Der Tempel der kapitolinischen Trias Jupiter, Juno und Minerva. In diesem Tempel, der noch aufrecht stand, hat um das Jahr 690 herum die Dame Plektrudis, das war die Stiefurgroßmutter Karls des Großen, einen Frauenkonvent begründet, hat also diesen drei Gottheiten ehemals geweihten Tempel in einen Kirchenraum umwandeln lassen, möglicherweise bereits zu diesem Zeitpunkt eine Marienkirche, denn das Marienpatrozinium gehört zu den ältesten Patrozinien, die in der Gesamtkirche überliefert sind. Das hier ist die Grabplatte der Plektrudis aus romanischer Zeit. Es zeigt die Dame, wie sie mit dem Anspruch der Stiftsdamen von St. Maria im Kapitol als heilige Sancta Plektrudis apostrophiert wurde. Sie ist nie heilig gesprochen worden, aber sie gilt historisch unbestritten als die Begründerin des hiesigen Konventes. Das ist eine romanische Grabplatte, die in der Zeit um 1170, 1180 entstanden sein dürfte. Darauf weisen die Gestaltungen hin. Plektrudis wird hier in einem
sehr fein gefälteten Kleid gezeigt. Es gibt hier im Armbereich an der Brust parallel verlaufende Falten. Und dann ganz aufschlussreich für eine Datierung die Art und Weise, wie sich hier der Stoff über den linken Oberschenkel, über das Knie, über den Unterschenkel legt. Auf diese Weise, also wie sich hier die Körperlichkeit der Gestalt durch den Stoff abdrückt, wird ein ganz feines Textil suggeriert, ein Seidentextil. Und damit bin ich bei der nächsten romanischen Mutter Gottes in St. Maria am Kapitol, bei der sogenannten Hermann-Josefs-Madonna. Hinter mir ist eine ganz innige Darstellung von Maria mit ihrem Kind. Die beiden Köpfe schmiegen sich aneinander. Der Arm des Jesusknaben fasst an die Brust Mariens. Sie legt ihren Arm, ihre Hand halb um den Knaben und trägt ihn, weist ihn gerade zu uns vor. Das ist eine sogenannte Eleusa oder eine sogenannte Glykophilusa. Das ist im Unterschied zur Glasaugenmadonna ein byzantinischer, ein ostkirchlicher Typ, der in der Folge der byzantinischen Kaiserin Theophano, die Gattin Ottes II. War und hier in Köln in St. Pantaleon bestattet wurde, in das Rheinland kam. Die sogenannte Hermann-Josefs-Madonna ist der älteste Fall einer solchen Darstellung einer Glykophilusa im Westen. Glykophilusa kann man ungefähr übersetzen mit zuckersüß Liebhabende. Und diese Bezeichnung drückt denn auch das aus, was wir sehen. Ganz sanft schmiegen sich Mutter und Kind aneinander, so sanft und anschmiegsam, wie auch hier der Faltenwurf ihrer Kleider wiedergegeben ist. Auch hier können wir sehen, wie sich das Textil über den Oberschenkel, über ihrem rechten Oberschenkel, denn anschmiegt. Parallele Faltenwürfe in den weiteren Bereichen sind zu sehen. Also auch diese Mutter Gottes können wir auf das letzte Drittel des 12. Jahrhunderts datieren. Überall, wo man im Rheinland solche Faltenwürfe sieht, kann man eigentlich ziemlich sicher davon ausgehen, dass wir es mit einem solchen ungefähr 840, 850 Jahre alten Bildwerk zu tun haben. Vor dieser Mutter Gottes liegen immer frische Äpfel. Die legt also nicht der Küster der Gemeinde hier hin, sondern die bringen Menschen, die beim Einkauf fahren, mit hierher. Frische Äpfel vom Markt, aus den Kaufläden. Und diese Äpfel stehen in Verbindung mit der Legende des heiligen Hermann Josef. Der heilige Hermann Josef, ein Heiliger des Prämonstratenserordens in Kloster Steinfeld in der Eifel, ist er bestattet, wuchs im 12. Jahrhundert, also in der Zeit, als diese Mutter Gottes entstand, in Köln auf. Die Legende sagt, dass er täglich, anstatt mit seinen Kumpels auf den Gassen in Köln zu spielen und zu bolzen, lieber nach St. Maria am Kapitol kam und hier vor seiner Lieblingsmutter Gottes betete. Und eines Tages habe ihn der kleine Jesusknabe dieser Mutter Gottes ganz bittend flehentlich angeschaut und da hat Hermann Josef gemerkt, so, oh, der Kleine hätte Hunger. Und Hermann Josef erinnerte sich, dass seine Mutter ihm einen Apfel des Morgens mit in die Tasche gegeben hatte. Und dann reicht er diesen Apfel an den Jesusknaben. Da geht dann die Geschichte so etwas auseinander. Die einen erzählen, der kleine Jesus habe ganz schnell zugreifen wollen. Und Maria Herr habe ihm so ein bisschen auf die Finger geklopft und gesagt, du musst aber auch erst Dankeschön sagen. Und die anderen erzählen, Maria habe diesen Apfel huldvoll entgegengenommen und dann Christus weitergereicht. Hermann Josef hat das eine wie das andere nicht mehr so richtig mitbekommen, denn er sei mit schlotternden Knien aus dieser Kirche herausgerannt. Was mich bei solchen Legenden immer interessiert, ist nicht der wahre Kern im erzählerischen Sinne, also was davon hat wirklich stattgefunden, denn Hermann Josef gab es, diese Mutter Gottes gab es zu seiner Zeit bereits und es ist nicht unwahrscheinlich, dass er sie tatsächlich gekannt hatte, aber das Übrige dieser Geschichte steht natürlich im Zweifel. Und das ist aber für mich auch gar nicht das Entscheidende, sondern ich möchte immer schauen, was ist der intentionale Kern einer solchen Geschichte. Also warum wird eine solche Geschichte über Jahrhunderte immer wieder weiter erzählt? Was verbinden die Menschen damit? Was verbinden die Menschen damit, wenn sie diesen Apfel, diese Äpfel hier ablegen? Wenn wir einen Apfel in einer Kirche vor uns haben, dann können wir sicherlich an das Paradies denken. Die Schlange reicht
Eva einen Apfel vom Baum der Erkenntnis. Die einzige Regel des ersten Menschenpaares im Paradies war, von allem dürft ihr essen, nur von diesem einen Baum nicht. Und wir kennen alle die Geschichte, wie es ausgeht. Nicht einmal eine einzige Regel konnte das erste Menschenpaar einhalten. Sie haben beide, Adam und Eva, in den Apfel gebissen und fortan waren sie sterblich. Sie mussten für ihren Lebensunterhalt selber sorgen, also arbeiten. Sie mussten das Paradies verlassen und seitdem besteht die Menschheit in der Hoffnung auf Wiedererlangung dieses Paradieses. Ja, und um zu zeigen, dass dieser schöne Brauch, frische Äpfel an der Hermann-Josefs-Madonna niederzulegen, tatsächlich mit der Hoffnung auf die Wiedererlangung des Paradieses zu tun haben könnte, will ich jetzt einmal einen dieser Äpfel nehmen und etwas genauer betrachten. Das ist eine ganz einfache Sache eigentlich. Das ist nicht der Apfel des Paradieses, denn da sind keine Bissspuren dran. Es gibt tatsächlich Mariendarstellungen aus mittelalterlicher Zeit, wo sie oder der Jesusknabe einen Apfel in der Hand halten. Damit kann auch der Globus, das heißt die gesamte Welt gemeint sein, eine Anspielung auf den Reichsapfel. Aber es hat tatsächlich oftmals die Form eines Apfels. Ein nicht angebissener Apfel. Der Apfel ist sozusagen heil. Das Christentum verbindet mit Jesus Christus die Hoffnung, dass er dereinst den Menschen durch die Erlösung vom Tod das Paradies wiederbringen wird. Maria als diejenige, die diesen Christusknaben mit dem Apfel hält, ist damit ganz bildlich als Teilhaberin am Heilswerk Jesu Christi mit dargestellt. Und das ist, glaube ich, der Kern dieser Geschichte um den heiligen Hermann Josef. Aber ganz unabhängig von der Legendenausdeutung zeigt die Hermann-Josefs-Madonna auch ganz einfach eine Mutter mit ihrem Kind auf dem Arm. Maria, die Gottesgebärerin, die Theotokos, hat auch ganz leiblich, ganz fleischlich ihr Kind zur Welt gebracht und es geliebt, wie jede andere Mutter auch. Und Maria, der Theotokos, der Gottesgebärerin, ist die gesamte Kirche St. Maria am Kapitol geweiht. Das zeigt auch ihre Baugestalt. St. Maria am Kapitol zählt zu den allerersten Bauten im Westen nach der Antike, die nach einheitlichem, nach einem homogenen Plan gearbeitet sind. Ich befinde mich hier im sogenannten Trikonchos, im Dreikonchenchor. Der Chorbau der Kirche hat eine kleeblattförmige Grundanlage nach Norden, nach Süden und hinter mir nach Osten schließen sich halbrunde Bauteile an, die in der Gestalt ihrer Säulenreihen völlig gleichartig ausgebildet sind. Die Säulenreihen, das dreifache Halbrund dieser Säulenreihen, zeichnen auf Zentimeter Genauigkeit den Umriss der Geburtskirche in Bethlehem nach, die über einer Grotte von Kaiser Konstantin dem Großen und dann von Kaiser Justinian erbaut wurde, also ein frühchristlicher Kirchenbau. Für den mittelalterlichen Menschen war mit diesem Bethlehem-Zitat in der Kirche St. Maria am Kapitol Bethlehem, der Geburtsort Jesu, permanent präsent in Köln. Das hatte zur Folge, dass der Kölner Erzbischof seine erste Weihnachtsmesse nicht im Kölner Dom, sondern hier in St. Maria am Kapitol zu feiern hatte. Es ist also auch die Weihnachtskirche in Köln, St. Maria am Kapitol, die Kirche, die romanische Kirche Kölns, die ganz speziell Maria, der Theotokos, der Gottgebärerin, geweiht wurde. Liebe Freundinnen und Freunde, mit diesem kleinen Videobeitrag haben wir hoffentlich Ihr Interesse für die Kirche St. Maria im Kapitol geweckt. In der Kirche können Sie außerdem die romanische Bildertür und den wunderbaren Lettner bestaunen, sowie hier draußen den blühenden Kreuzgang. Ein Besuch ist in der Regel von 10 bis 18 Uhr werktags möglich, am Sonntag nur am Nachmittag. Herzliche Einladung!